Hallo Leute und herzlich willkommen zu Stranded Deep. Es ist gerade 4 und 52, also fast 5 Uhr, wie ihr seht. Wir sind am Verhungern und vor allem am Verdursten. Wir müssen jetzt einfach Wasser finden und das ist leichter gesagt als getan, denn unser Destillierer ist leer. Und ja, das ist nicht so geil. Problem ist auch, ich weiß gerade gar nicht. Warte mal. Hier irgendwo müsste doch. Alter, man sieht halt einfach nichts. Scheiße. Irgendwo sollte hier der Container liegen, genau, oder das Ding. Ach scheiße, jetzt habe ich den aufgehoben. Scheiße, ich weiß nicht, wo die Anzündhölzer sind. Eine Pipi-Pflanze, alles klar, Junge. Ja, Leute, also, scheiße, ey. Da, Anzündhölzer. Ja, wow, jetzt wird sowieso Tag. Okay, ich mach kurz Feuer. Gut, Alter, ich habe mir noch was selbst angezündet. Okay, jetzt, ich guck mal hier eine Palme ab, ob wir vielleicht da... Kokosnuss, oh Gott, zum Glück, Alter. Okay, das ja wird unser Leben zumindest so ein bisschen retten. Wo ist eigentlich meine Axt, Alter? Da ist meine Axt. Okay, ich muss dich jetzt mal kurz spalten. Genau. Erstmal trinken. Gute Kokosnuss. Okay. Warte mal. Leere trinkbare Kokosnuss. Dann hauen wir da nochmal drauf. Dann gibt es nämlich noch. So, genau. Kokos helfen und mit die können wir noch essen. Okay, perfekt. Wie sieht es jetzt aus? Okay, ja. Immer noch nicht super toll, aber ja, besser als nichts. Ich guck mal noch, ob wir noch mehr Kokosnüsse finden hier. Da oben ist noch eine, aber ich komme, glaube ich, nicht ganz ran. Okay, doch, ich hab sie gekriegt. Okay, hier ist auch noch eine. Okay, ich glaube, die wachsen aber relativ schnell wieder nach, weil sonst sind wir hier komplett verloren. Also ja, können ja wirklich nichts machen, Alter. Alter, wie viel Kokosnuss hast du denn hier? Also ich meine, das ist ja geil, aber... Hä? Nice, ich bin gerade richtig happy, auch wenn man es vielleicht nicht gerade so krass merkt. Also, warte, ich hole jetzt mal erstmal noch die Runde. Oh, da kommt, glaube ich, auch Regen, oder? Oh, das ist auch so wichtig, damit unser scheiß Destillierer mal voll ist. Alter, guck mal, hier sind auch nochmal 2 Kokosnüsse. Ey, wir müssen uns unbedingt da irgendwie mal ein Lager bauen oder so. Zeige euch das kurz. Alter, guck mal, 8. Das sind 8, 9, 12, Junge. 12 Kokosnüsse. Ja, also ich finde es geil. Ich würde aber sagen, wir essen direkt nochmal eine, oder? Weil... Ja, wir haben halt trotzdem immer noch sehr kranker Durst. Dann können wir die erstmal hier irgendwie hin droppen, Alter. Wir können hier sowieso ein Kokosnusslager machen. Ich glaube, die kullern ja hier auch nicht groß weg, oder? Alter, bleib hier. Okay, vielleicht dingseln sie doch ein bisschen weg. Aber egal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Lager, dann... Alter Junge. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass hier... dass wir hier Essen und Trinken haben. Reicht erstmal vielleicht wieder für 1-2 Tage. Okay, gut, dann hätten wir, warte mal, ich bringe den auch nochmal kurz rüber, dann haben wir wirklich alles beisammen. Da hinten, ich habe jetzt sowieso erstmal noch den ganzen Rest hier rüber getragen. Da haben wir da drüben einfach so ein bisschen unser Lager. Ah, hier sind noch die Krabbe, stimmt. Mr. Krabs. Der wird uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten, hier auf unserer Insel. Hier, dein Platz. Oh, ja, jetzt ist er, ah, ne, er hat überlebt. okay. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wäre es relativ wichtig, wenn wir mal wieder ein bisschen Tag überlebt. 2, let's go. Eigentlich wäre es ja Tag 3, aber egal. Also es wäre nice, wenn hier Palmensetzlinge nachgewachsen sind oder diese Yucca-Bäume wieder Blätter haben, aber leider noch nicht wirklich. Ja, es wäre auf jeden Fall relativ wichtig, damit wir uns ein Seil machen können für ein Floß. Es wäre relativ wichtig für ein Floß, weil dann könnten wir mal noch zu einer anderen Insel. Würde ich auch ganz gerne mal noch machen. Okay, Leute, ich muss nur noch einen so Dings finden. Dann könnten wir uns schon ein Seil machen. Vielleicht finde ich hier irgendwo durch bisschen Glück irgendwas. Ja, Leute, ansonsten weiß ich tatsächlich gar nicht ganz genau, was wir hier noch machen könnten jetzt vorerst. Wir könnten uns natürlich hier noch ein bisschen, hier zum Beispiel so ein Regal bauen. Das wäre auf jeden Fall nice. Das könnte man wirklich mal machen. Was brauchen wir denn dafür? Abfallplanken. Haben wir da 3? Ich weiß nicht, ob wir 3 haben. Ne, wir haben nur eine. Ja, wir haben nur eine. Schade. Okay, ja, was könnten wir denn sonst noch machen? Tim, wir könnten uns so einen machen. Warte mal, wir haben ja hier mehr als genug Abfall. Warte mal, wir machen das jetzt erstmal. Warte mal, ich zeige euch das kurz. Bauen, das könnten wir natürlich auch machen. Sportmittel, wir sollten das machen, ob wir das dann so ein bisschen vorbereiten, ja. Ach scheiße, wir müssen Level 4 dafür sein, ja toll. Bringt uns das gar nichts. Okay, aber wir können noch mal kurz gucken wegen diesen Schiffen sozusagen. Okay, Leute, wenn wir... Alter, jetzt läuft er schon wieder, mein Gott. Scheiße, warte mal. Wenn wir... Scheiße, jetzt ist es wieder weg, warte mal. Wenn wir einen Hammer machen, dann können wir dieses Ding hier machen. So ein Floß.
Wie kommen wir denn zu einem Hammer? Warte mal, Handwerk. Grob Hammer. Also, ja gut. Ja, dann rentiert das aber auch nicht, weil dann können wir auch gerade so gut, warte mal, können wir uns hier einfach so eins bauen. Ich weiß auch nicht, was wir mal noch versuchen könnten, ist bei dem anderen Schiff da vorne. Vielleicht muss man die Kugel mit dieser Axt irgendwie wegballern, damit man die einsammeln kann. Weil das hätte letztes Mal nicht wirklich geklappt. Nee. Doch, lol. Ich wusste es doch. Wollte ich jetzt schon sagen, so noch zweimal raufhauen. Ja, nee, geht nicht. Aber ging scheinbar doch. Okay. Ja, wir haben... Ah, da hinten ist noch eine. Alter, wie weit ist denn die weg? Ja, keine Ahnung. Bitte kein Hai. Bitte kein Hai. Nee, der Hai ist weg. Tauchen wird bestimmt auch noch interessant, wenn wir das irgendwann mal können. Ja, nice. Wir haben diese Kugeln. Das heißt doch, wir könnten uns jetzt einen Fluss bauen, oder nicht? Okay, also theoretisch könnten wir brauchen jetzt natürlich noch dieses eine Seil. Und für das müssen wir jetzt scheinbar einfach noch ein bisschen Geduld haben und warten, bis wir... bis so eine Yucca-Pflanze hier wieder ein bisschen... Blätter hat. Ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Ich hoffe nicht zu lange, sonst müssen wir halt einfach noch für Setzlinge Ausschau halten. Oh Gott, Alter, ich bin so erschrocken. Ich muss doch Wasser Ausschau halten. Nicht schon wieder, oder? Ja, scheiße. Okay, also Kokosnuss hält nicht so lange an mit Trinken. Gut, ist ja auch nicht viel. Naja, es ist besser als nichts. Dann können wir auch noch kurz eine essen, weil Hunger haben wir trotzdem auch schon bald wieder. Okay, ja, Leute, ich... Oh, da ist eine Setzlingpalme halt wirklich gewachsen. Lol. Hä, wie nice. Ja, dann können wir uns jetzt einen Fluss machen. Scheiße, wir brauchen einen Hammer für dieses... Ach Gott, Junge. Nein. Okay, wir müssen zwei Steine sammeln. Toll. Oh, guck mal, da liegt noch Stoff. Nehmen wir mit, oder? Okay, ein Stein war sogar noch im Container. Aber da habe ich den jetzt rausgenommen. Ah, jetzt habe ich ihn rausgenommen. Okay. Brauchen noch einen Stein. Ja, lol, hier haben wir den noch schon. Okay, ja, jetzt müssen wir halt unser Seil opfern. Dafür können wir danach coolere Sachen machen. Okay, ich muss mich abkühlen. Oh, aber es kommt regnen. Hä? Nee. Doch. Alter, es regnet. Geil. Oh, nice. Okay, ich muss mich aber auch noch ein bisschen abkühlen. Ich glaube, das reicht, wenn wir es hier... Was denn? SPF, Alter. Oh Gott, Alter, es blitzt. Okay, ja, gut. Eieiei, Alter. Oh. Ich weiß nicht, wie geil das ist. Alter. Es ist auch übel laut. Junge, hör nichts. Also doch, ich höre schon was, aber nur Gewitter. Oh, Alter. Scheiße, ich sollte auch wirklich was trinken, Alter. Nein, er ist immer noch leer. Kann jetzt nicht auch die irgendwie aufstellen? Alter, guck mal die Wellen an. Oh Gott, Alter. Ja, er hat sich gefüllt. Zumindest ein bisschen hat er sich gefüllt. Ja, Leute, aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Hier wachsen die ganze Zeit neue Dings. Das ist gut, das ist wichtig. Dann können wir wieder Seile machen. Alter, holy shit. Wieso, Alter, wieso? Junge, hier geht so die Party ab gerade. Und ich kann einfach nichts machen. Ja, Leute, aber da auch schon wieder ein bisschen später ist und wir, ja, das Gewitter augenscheinlich nicht wirklich vorbeigeht, würde ich sagen, was ist das mit dieser stürmischen Folge? Stranded Deep. Heute Tag 3. Überlebt. Hoffentlich schlägt nicht gleich noch ein Blitz in mich ein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. And they were roommates. Oh my God, they were roommates.